Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Zwischenprojekt, was ich mal, weil, vor allem weil es jetzt Ferien sind, einfach mal richtig drauf Lust hatte. Deswegen machen wir es mal einfach. Wir spielen Days oder auch DayZ genannt. Wobei eher DayZ und auch Days genannt. Aber ich werde es einfach Days nennen, weil es bei mir eine Gewöhnungssache geworden ist. So, ich habe mich angestrengt, dass ich sterbe. Und weil mir das männliche Gestöhne langsam auf den Sack geht, nehmen wir mal das weibliche Gestöhne. Bin mal gespannt, wie das mit der FPS ist, denn Days macht, keine Frage, super viel Spaß. Aber das Problem ist, es ist so kacke programmiert. Da war so richtig kacke. Ihr müsst verstehen. Ich bin ein Kacknoob. Ich kann mich zwar auch anschleichen, aber am Anfang habe ich so viel Bock auf Schleichen. Wie ein Elefant aufs Fahrrad fahren hat. Und da unser Start ja super war und momentan wir bei 15 FPS, 16 FPS hängen, weiß der Teufel warum. Ach ja, stimmt. Wegen der Programmierung. Danke, Armer. Ich freue mich schon, wenn Days ein eigenständiges Spiel ist. Denn dann wären sicher solche Sachen uns einmal erspart. Und das ist diese Lags, aber das bekomme ich noch hin. Ich krieg das schon irgendwie eingestellt, nachdem wir diese Trottel, diese kleinen netten Zombies, abgeschüttelt haben. Und die Frage ist, wie? Kann ich mich jetzt hinschmeißen und die gehen? Am Arsch, die kommen immer schneller. Die denken sicher, ich habe mich zum Sterben hingelegt. Oh, ein Feld. Sieht man auch nicht so oft. Ah, da können wir uns kurz verstecken, damit ich mal hier ein bisschen rumschrauben könnte. Aber vorhin war die FPS geht immer weiter runter. Aber die FPS war vorhin gut. Deswegen bin ich jetzt gerade ziemlich verwundert. Ob ich das geregelt bekomme, wenn ich die Sichtweite etwas weiter runter stelle. Ich muss ja nicht von China bis nach Deutschland rüber gucken müssen. Ein Häuslein. Ein Häuslein mit, mit gleich Zombies. Und da uns das Häuslein nicht weit viel mehr zu bieten hat, müssen wir uns verpissen. Mal hoffentlich geht das noch, dass man hier so um die Ecke kann. Ah. Denn das, früher ging das jedenfalls so, dass man Sichtkontakt unterbrechen konnte. Und dann ging das eigentlich. Kurz Fraps neu starten. So. Kriegen wir noch etwas besser. So, so. So. Damit begnügen wir uns jetzt. Ah, jetzt geht die FPS, ja. Wesentlich besser als davor. Steigen wir aber lieber direkt wieder runter, bevor wir runterfallen. Denn im Gegensatz zu Zombies, Apokalypsen und anderes, was für ein Horror kommen könnte, sind in Days für mich am gefährlichsten die Dächer. Ich hasse Dächer. Da habe ich immer die Angewohnheit runterzufallen. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber
Runterfallen von Dächern macht auf Dauer keinen Spaß. Ich muss doch Autoglas, ja, wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ein bisschen von Deso erzählen soll, denn das ist ja soweit eigentlich recht bekannt. Selbst bei den Leuten, die das Spiel gar nicht haben. Erkläre ich mal ein bisschen so in der Zeit, wo wir hier ein bisschen rumrennen und ein Magazin gefunden haben. Man strandet quasi wie ein Überlebender und da muss man sich an Zombies vorbeischleichen und so. Und dann halt versuchen zu überleben. Man, es gibt keine Quest, keine Story richtig dahinter, sondern einfach nur try to live, to survive. Und, wo wir gerade sind, haben wir eine sehr nützliche Waffe gefunden, beziehungsweise Werkzeug, die wir als Waffe benutzen können. Und das ist die Axt. So, und weil die Axt eine coole Waffe ist, müssen wir die auch erstmal nachladen, bevor wir sie benutzen können. Und jetzt haben wir ungefähr 10.000 oder 100.000 Schuss. Mit der Axt. Danach müssten wir die wieder nachladen. Tja. So, jedenfalls kann man neben jetzt Sachen wie zum Überleben, Essen, Trinken, Blutkonserven, Medizin, bla bla bla, Waffen, Munition, noch mehr Waffen. Auch hier zum Beispiel Autoteile finden, womit wir nachher auch wirklich Fahrzeuge reparieren können. Ich habe bis jetzt ein Fahrrad gesehen. Ja, ein Fahrrad. Und neben dem Fahrrad habe ich auch mal ein Humvee gesehen. Also jetzt nicht so, dass ich, wow, ein Humvee direkt vor mir, sondern einfach nur, der war da halt. Ich habe den mal gesehen. Dann gibt es noch einen Bus. Und neben dem und dann gibt's noch, was gibt's noch, Helikopter, glaube ich. Ja, Helikopter müsste richtig sein. Gibt's einmal welche zum Fliegen. Ich weiß nicht, ob man auch Helikopter reparieren kann, aber es gibt auch Helikopter zum halt Fliegen reparieren und Absturzstellen. Da scheinen die Helikopter total am Arsch zu sein, aber da findet man nützliches Militärzeug. So, ich bin. Oh. Ich bin gerade so mit der Map gar nicht vertraut, deswegen gucke ich mal. Von da sind wir gekommen. Und deshalb sollten wir mal nach da. Einfach mal. Lauf, Schlampe, Lauf. Jedenfalls im Lauf, Schlampe, Lauf-Prinzip. Rennen immer weiter. Immer schneller. Naja, immer schneller sieht so aus. Vorsporto! So, Kenner. Ihr müsst auch immer so mit einer Axt rumlaufen. Hab. Sprinten! Ich glaube, da laufen wir lieber so, weil ich weiß, mir würde es jetzt nichts ausmachen, wenn wir wie ein betrunkener Kühlschrank in der Ego-Perspektive rumlatschen. Aber ich weiß nicht, wie da jeder Gemüt drauf reagiert. Na, neben der schönen, schaurigen Musik laufen wir weiter. Und während wir laufen, könnte ich noch ein bisschen mehr erklären. Rechts vom Bildschirm seht ihr oben einmal ein Ohr und ein Auge. Ich glaube, das erklärt sich schon fast von selbst, aber ich erkläre es trotzdem mal. Desto mehr Striche beim Ohr sind, desto besser hört man uns. Und desto mehr Striche beim Auge sind, desto besser sieht man uns. Und das ist im Normalfall gar nicht gut, aber lässt sich eigentlich nicht wirklich vermeiden, außer wenn wir uns von Stadt zu Stadt kriechen. Aber dann versichere ich euch, dann brauchen wir, sagen wir es so, 20 mal 20 Minuten von A nach B zu kommen. Ich sehe da hinten schon eine Stadt. Könnte das vielleicht Cherno oder Elektro sein? Wer weiß.